Baumann an meiner Seite. 1:0 gewinnen unsere Sportfreunde. Du bist jetzt der Einzige, der nicht mehr im schlammdurchtränkten Trikot hier steht. Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ja, erste Halbzeit war schwierig für uns. Haben uns sehr schwer getan, Chancen rauszuspielen. Zweite Halbzeit war dann ein bisschen besser. Waren sehr, sehr schwierige Bedingungen. Wir haben die gut angenommen. Haben, denke ich, am Ende dann auch verdient gewonnen. Wir hatten am Ende noch 2-3 gute Konterchancen, wo wir vielleicht früher den Deckel drauf machen können. Aber so, Hauptsache 3 Punkte und bleiben hier und alles ist gut. Ja, du bist ein Siegner Junge. Du kennst wahrscheinlich auch den Mythos des Siegerländer Wetters. Ja. Inwiefern hat das Wetter heute auch maßgeblich am Spiel beigetragen, vor allem in der zweiten Halbzeit? Ist ja bekannt, dass uns das so ein bisschen liegt, wenn es um Kampf, Leidenschaft geht und wir gut kontern können. Das war für uns, glaube ich, heute von Vorteil, dass wir in der zweiten Halbzeit bei dem Wetter ja, das Spiel für uns entscheiden konnten. Ja, Jakub Jarecki an meiner Seite. Unsere Sportfreunde gewinnen 1:0 heute gegen Ennepetal. Wie fällt das Statement so kurz nach dem Spiel von dir aus? Ja, ich würde sagen, war ein enges Spiel. Wir haben versucht, alles zu geben. Das hat im Endeffekt auch geklappt. Die Mannschaft hat gefightet und ich denke, das geht in Ordnung, dass wir 1:0 gewonnen haben. Ja. Man spricht den Siegen immer vom Siegerländer Wetter. Du bist auch in einer Phase reingekommen, wo es hier aus Strömen geregnet hat. Wie hast du das auf dem Feld wahrgenommen und inwiefern hat vielleicht die Wetterlage auch das Spiel ein bisschen beherrscht? Ja, wie gesagt, wenn viel Regen fällt, wird der Platz ja, immer vollschauen. Das ist nicht einfach, auf so einem Platz zu spielen. Aber ich denke, wir haben das am Ende gut gemacht. Du musst natürlich mehr laufen, die Beine werden immer schwerer, aber hat noch gut geklappt. Es hat das Spiel, denke ich mal, jetzt nicht gekippt, aber uns vielleicht nochmal so einen kleinen Schub gegeben. Regen, Fighting, war gut. Ihr habt jetzt in Malhöls die erste Niederlage 2016 kassiert. Wie wichtig war es heute, auch hier wieder einen Dreier nachzulegen? Ja, das war extrem wichtig, auch für die Psyche vor allem. Nach dem 3-1 haben wir eigentlich die Köpfe hängen lassen, aber uns hinterfragt, was man besser machen kann. Und ich denke, das haben wir heute gut umgesetzt. Ottmar Griffel an meiner Seite. 1:0 gewinnen unsere Sportfreunde also gegen den TuS Ennepetal. Wie fällt das Statement vom Trainer so kurz nach dem Spiel aus? Ja, erstmal bin ich überglücklich, dass wir 1:0 gewonnen haben. Ennepetal war der erwartet schwere Gegner. Balltechnisch gehören sie zu den Besten, was die Liga zu bieten hat. Und sie haben ein gutes, gefälliges Kombinationsspiel aufgezogen. Kamen mit dem Rückenwind vom 5:0 gegen FC Gütersloh. Und wir wissen ja selbst, wie schwer es war, gegen Gütersloh überhaupt zu gewinnen. Und von daher bin ich erstmal hochzufrieden. Wir hatten jetzt in Malhöls die erste Niederlage 2016 leider einfahren müssen. Wie wichtig ist es dann heute direkt im nächsten Spiel wieder ein Dreier einzufahren, vor allem dann auch zu Null zu spielen? Ja, zu Null zu spielen zum einen war gut. Zum zweiten war es wichtig, dass die Mannschaft weiß, man kann auch im Jahr 2016, und ich glaube, wir schreiben heute den 28.03., ein Spiel verlieren, selbst Pokal, Freundschaftsspiel, das war unsere erste Niederlage. Sie wäre vermeidbar gewesen, wenn wir uns mit dem 1:1 begnügt hätten, was auch möglich gewesen wäre. Aber die Mannschaft ist jung, ich habe da nochmal drauf hingewiesen. Wir haben eine ganz junge Truppe auf dem Eis, die natürlich auch Gegendruck verspürt, dann in den schweren Auswärtsspielen. Und die Mannschaft darf auch mal Fehler machen. Und wenn sie die Zuschauer dann heute so gewinnt, begeistert mit ihrem Kampfgeist und mit ihrer Leidenschaft, glaube ich, dann können die Anhänger von Sportfreunde Siegen hochzufrieden sein. Ja. Es gibt ja in Siegen so diesen Mythos vom Siegerländer Wetter. Du hattest es eben in der PK, um es wortwörtlich zu zitieren, gesagt, es wurde ein geiles Spiel, als es angefangen hat zu regnen, aus Strömen. Inwiefern hat das Wetter dann auch wirklich die Spiellage komplett beeinflusst? Und inwiefern hat euch das vielleicht auch entgegengesprochen? Ja, wir haben ja noch mal etwas umgestellt. Julian kam dann über die linke Seite. Wir hatten ja schon die eine oder andere bessere Chance bis dahin herausgespielt. Aber ich bin sicher, dass dann auch das Publikum, das ja jetzt komplett auf der Haupttribüne war, die Mannschaft noch mal gepusht hat mit ihren Reaktionen, mit ihrer Anfeuerung und so weiter. Marc C. an meiner Seite. 1:0 gewinnen also unsere Sportfreunde gegen Ennepetal. Du hast das Tor in der 76. Minute erzielt. Wie fällt dein Statement so kurz nach dem Spiel aus? Boah. Eine schwierige erste Halbzeit und dann durch das Unwetter, glaube ich, haben wir uns reingekämpft in die Partie heute. Zweite Halbzeit war nicht mehr viel mit Fußballspielen möglich. Da sieht man das Herz dieser Mannschaft, den Charakter dieser Mannschaft, dass jeder für jeden alles gibt und dass die Jungs sich reinhauen. Und ich glaube, deswegen werden wir dann auch in so Spielen belohnt und gewinnen halt mit 1:0. Es gibt in Siegen schon seit Jahren so diesen Mythos vom Siegerländer Wetter. Du hast es heute wahrscheinlich selber auch nicht zum ersten Mal erlebt. Inwiefern hat die Wetterlage enormen Einfluss aufs Spiel gehabt? Ich glaube schon extrem. Ich glaube auch als Zuschauer oder auch Sie haben gesehen, dass da der Ball nicht mehr richtig rollt und sehr schwer ist, dass man alles reinhauen muss. Der Körper betont dann, das Spiel ist. Passiert halt. Ne? Und wenn wir dann immer gewinnen, dann kann es ruhig öfter regnen. Ja. Wir hatten jetzt in Malhöls die erste Niederlage 2016. Wie wichtig ist es auch als Kapitän, dass man heute zum Glück wieder einen Dreier nachlegen konnte? Ja, es stimmt. Es war am Donnerstag ein ja, unglückliche Niederlage meiner Meinung nach, obwohl wir gar nicht so schlecht da waren. Ich glaube, wir waren am Drücker, das 3-1 zu machen, kriegen es dann, aber dann muss man umgehen und
glaube, es sind dann immer so Signalspiele, in welche Richtung es geht am Ende. Und deswegen war es umso wichtiger, dass wir heute die drei Punkte hier behalten.